Kapitel 6 Zeit mit Freunden Aufgabe 2a Am Wochenende 1 Das Wochenende kommt, zwei Tage frei, keine Arbeit und das Wetter ist schön. Was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an. Radio Frankenland 0800 40 20 18 Da ist ja schon der erste Anrufer. Mit wem spreche ich? Hallo, ich heiße Jasmina Kupitsch. Guten Tag, Frau Kupitsch. Was machen Sie am Wochenende? Ich kann endlich zwei Tage zu Hause sein. Ich kann einfach einmal nichts tun. Ich arbeite sehr viel. Ich bin Krankenschwester. Und ich brauche einfach auch Zeit für mich. Das verstehe ich gut, Frau Kupitsch. Machen Sie wirklich nichts? Ich lese ein bisschen. Das mache ich gern. Und am Samstag oder am Sonntag gehe ich ins Kino. Vielen Dank, Frau Kupitsch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an. 0800 40 20 18. Zwei. Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich? Philipp Hofer. Herr Hofer, das Wochenende beginnt. Was machen Sie? Ach, am Samstag ist bei uns in Nürnberg das große Frühlingsfest. Da gibt es super Musik und das Essen ist auch sehr gut. Und was machen Sie da? Ich fotografiere gern und da kann ich viele Fotos machen. Gehen Sie allein zum Frühlingsfest? Nein, auf dem Fest treffe ich Freunde und Kollegen. Und dann feiern wir. Was feiern Sie? Den Frühling. Und am Sonntag? Da kann ich schlafen. Lange, lange schlafen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Hofer. 3 Guten Tag, Radio Frankenland. Wer ist dran? Nicole Gerber. Frau Gerber, was machen Sie am Wochenende? Ich fahre gern Fahrrad. Sehr gern. Und jetzt im Frühling ist das so schön. Ich fahre am Samstag und am Sonntag ein paar Stunden. Und am Sonntagnachmittag kommen ein paar Freunde. Wir grillen im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Vielen Dank, Frau Gerber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Danke, auf Wiederhören. Aufgabe 5b. Notieren Sie das Datum. Und jetzt noch ein paar Daten für den nächsten Monat. Der FC Bayern München spielt am 2. September um 17 Uhr in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund. Bayern München gegen Dortmund am 2. September. Der Termin für Fußballfans. Shakira kommt nach München. Das Konzert von Shakira ist am 3. September um 21 Uhr in der Olympiahalle. Neu in den Kinos ist der Film Hollywood meets Bollywood. Start ist am 7. September. Im Museum für moderne Kunst beginnt am 10. September die Ausstellung Nach Warhol. Die Ausstellung dauert 3 Monate und beginnt am 10. September. Und dann der wichtigste Termin für September, das Oktoberfest beginnt. Die Wiesn öffnet am 17. September. Also noch einmal. Das Oktoberfest ist vom 17. September bis zum 3. Oktober. Aufgabe 6a. Ei, Au, Oi. 1. Ich möchte bitte Herrn Deutz sprechen. 2.
Kann ich bitte Herrn Teuchel sprechen? 3. Ist Herr Meitner da? 4. Ich möchte Herrn Grauber sprechen. 5. Ist Herr Daimel nicht da? 6. Kann ich mit Herrn Kreuner sprechen? Aufgabe 6b. Ei, Au, Oi. 1. Herr Hai aus Haudorf und seine Frau haben heute frei. 2. Meine Freundin hat am 9. Mai Geburtstag. 3. Am 2. August muss Eugen Meier arbeiten. 4. Die Freunde von Paul kaufen am 30. Juli ein Auto. 5. Heike und Claudia machen eine Reise nach Neuenburg in der Schweiz. Aufgabe 11a. Mittags im Restaurant. 1. Guten Tag. Guten Tag. Als Mittagsmenü haben wir heute eine Kartoffelsuppe und Nudeln mit Schinken. Gut, das nehme ich. Zwei. Guten Abend. Guten Abend. Hier, bitteschön, die Speisekarte. Und wir haben heute auch noch Fisch mit Gemüse und einen Gurkensalat. Okay, vielen Dank. Drei. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie auch ein Mittagsmenü? Ja, natürlich. Heute gibt es eine Tomatensuppe und Schnitzel mit Salat. Oder eine Pizza mit Schinken und als Dessert ein Eis mit Sahne. Kann ich nach Kapitel 6? R1. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Sophia, hast du am Samstag, den 24.03. vielleicht Zeit? Ich möchte gern mit dir zu dem Konzert von Silbermond gehen. Die spielen da um 20 Uhr in der Tonhalle. Die Tickets kosten 35 €. Hast du Lust? Ruf mich mal an. Tschüss.